Moin! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17. Hier, Nordfriesische Marsch. Vierfach Map in der Version 1. Hast du nicht gesehen? 1.6, ohne Gräben. Ja. Wir sind immer noch am Häckseln. Und ich habe jetzt mal ein paar. Da möchte ich jetzt einfach mal ein paar Tipps aus meiner Community, aus meinen Kommentaren wahrnehmen oder mal befolgen. Und mal eben gucken, wo das denn hier einzustellen war. Ersten Punkt, gerade anfahren. Aktivieren. So. Jetzt wollen wir mal gucken, der jetzt auch wieder hier so ein Kreislaufproblem hat. Ich weiß, dass der noch ein Abkippproblem haben wird. Jetzt hier erstmal den Endpunkt erreicht, ja. Gut. Also erstmal schon mal vielen Dank für die Kommentare zum aus der Community. Also ein Punkt war, ich soll hier bei den Abfahrern einstellen. Ersten Punkt gerade anfahren, dann würden die hoffentlich dieses im Kreisfahren nicht mehr machen. Der hier hat es schon mal richtig gemacht. Gucken wir gleich mal die anderen Abfahrer an. Und natürlich das, was ich eigentlich ja auch schon... Oh, da vorne steht einer. Was ich ja eigentlich auch schon wusste, meine Kurse, meine Trailer sind zu groß. Wärst du doch jetzt wohl nicht voll drauf. Ich wollte gerade sagen, du raffst doch wohl, dass da einer steht. So, da steigen wir auch mal ein. Den sagen wir jetzt auch mal. Erstmal. Also ich meine, er soll ja jetzt nicht den ersten Wegpunkt anfahren. Er soll ja jetzt einfach hier weiterfahren. Aber das mit dem Abkippen wird ja jetzt nicht klappen. Das gucken wir uns an. Da werde ich dann auch gleich noch einen neuen Kurs einfahren. Erstmal besorge ich gleich die neuen Trailer. Ich mache jetzt mal hier die beiden leer. Irgendwo auf dem Rückweg muss dann auch noch ein Wagen stehen. Und dann besorge ich mir meine beiden kleinen Joskin-Trailer, die ich ja noch habe. Wo weniger reinpasst. Hier passen 75.000 Liter rein und in die Joskin passen 47.000 rein. Das ist wohl so schon das höchste der Gefühle, was der, Aufschieber dann schafft. Ja, wir gucken mal. Erstmal schaue ich mal, oder sorge ich jetzt mal dafür, dass der hier vernünftig abfährt. Oder abkippt. Mein Aufschieber da vorne ist am Aufschieben. An die Seite. Warum macht er das? Ich weiß es nicht. Egal. Gar nichts. Ich fahre jetzt trotzdem hier schon rein. Fahre jetzt hier in seine, auf seine Spuren und kippe hier ab. Da ist auch ruhig was zu tun haben zum Aufschieben. Der hier würde nämlich gleich mit Sicherheit wieder abfahren.
weil er meint, der wäre voll. Einmal im Kreis. Auch sehr schön. Er fährt jetzt hier wieder völlig zickzack. Warum auch immer. Das hatte ich ja schon mal das Problem. Ich weiß nicht warum. Schön wäre es ja nur, wenn er dann trotzdem irgendwann mal ins Silo reinfährt und da aufschiebt. Ich muss jetzt erstmal rausfinden, wo denn meine Joskin-Trailer sind. So. Okay, der eine ist am Hof. Der andere müsste eigentlich unten am Dingens sein. Nicht? Auch am Hof. Das ist ja schön. Beiden eben zum Hof und besorgen die Joskin-Trailer. Und dann fahre ich mit einer Zugmaschine erstmal einen neuen Kurs ein. Was gucken. Jetzt mal hier gucken, wo der Kreuzungspunkt ist. So, weil ab da muss ich dann nachher den Kurs neu aufzeichnen. Machen wir dann.
was wir ja auch nicht vergessen dürfen, ist, dass wir noch Körnermais dreschen wollen. Der Drescher steht schon. Ach, wir müssen eigentlich nur Stroh abfahren. Wobei, ich bin im Moment so auf dem Trip, dass ich glaube ich einfach unterkomme. Was soll der Geiz? Wir haben so viel Stroh. Das Silo am Hof ist voll mit 1 Million Liter. Wir haben irgendwie 2.500 Ballen rumliegen. Das, ja. Geht auf kleine Kuhhaut, wie man so schön sagt. Seht ihr, da steht der eine Joskin. Ach, da ist noch Futter drin. Das muss ich dann gleich nochmal wegbringen. Der zweite muss hier auch irgendwo rumstehen. Was ist Licht? Wie war denn noch? Den hinteren Fahrer. Na egal. Ach, da steht der Joski. Das ist ja toll. Ja, wundert euch bitte nicht, wenn ich hier so ein bisschen... Nein, wir lassen ein bisschen rumgucken. Ich gucke immer noch mal auf die Tastatur. So. Sorgen wir nochmal eben die Rinder ein bisschen weiter. Noch ein Stück weiter drehen können. Oh. Lili kommt. Meep, meep. Thank you.
hier drin, ne? War auch ziemlich leise, ne? Ich hab jetzt irgendwie ewig nichts mehr gesagt. Ups. Ja, das kommt davon, wenn man zur Seite guckt, ne? Ihr seht das ja jetzt auch immer, wo ich hingucke. Da kann ich euch nichts mehr verheimlichen, wenn ich hier im Fahrzeug sitze. Ja, wir sind in der Zeit schon sehr weit fortgeschritten. Und ja, ich fahre jetzt noch zurück zum Feld, wenn es euch gefallen hat. Hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich. Ja, besucht mich bei Facebook. Friesenjung13 heiße ich da. Was denn noch? Mir fehlt übrigens hier ein Abfahrer irgendwie. Ich will erstmal gucken, wo der ist. Kommt auf meine Website, friesenjung13.de. Würde mich alles tierisch freuen und noch mehr freuen würde es mich natürlich, wenn ihr morgen wieder reinschaltet. Zur nächsten Folge hier, Let's Play LS17 auf einem nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map in der Version 1.6 ohne Gräben. In diesem Sinne sage ich Ciao.